Wenn man wie ich jetzt viel im Wahlkampf unterwegs ist, kriegt man viel mit. Ja, kriege ich auch viel Kritik an uns Grünen mit. Und das motiviert mich jetzt zu diesem kurzen Video. Ich hoffe, ich kann es wirklich kurz und kompakt halten und auch ein bisschen meine Emotionen im Griff. Warum soll man euch bitte diesmal wählen? Ihr seid ja so zerstritten. Höre ich nicht von vielen, aber doch von manchen und nicht unwichtigen. Und zweitens, ja, ist nicht doch gescheitert, dass man in die SPÖ wählt. Und weil mir da das berühmte Geimpfte hochgeht, jetzt ein leidenschaftliches Plädoyer, gerade diesmal uns das Vertrauen zu geben. Die Grundfrage, die ich dann zurückstelle, ist: Entscheidet euch. Soll alles so bleiben, wie es ist? In einem Land, in einer Stadt, die ja eher an Erstarrung erstickt, wo die Demokratie, wie viele zugeben, nicht irgendwie raufgeht, sondern runtergeht? Oder soll erstmals in Österreich allererstmals was Neues probiert werden? Unsere Ideen, ich werde sie dann nur ganz kurz schildern, weil sie, glaube ich, gerade denen, die sich das anschauen, bekannt sind, endlich eine Chance haben, verwirklicht zu werden. Ich bringe nur ganz wenige Beispiele. Soll so bleiben, wie es ist, Verkehrspolitik, Umweltpolitik. Da ärgere ich mich übrigens besonders, wenn ich mal anhören muss: Naja, haben mit Umweltpolitik eh schon alle. Nein! Gerade als jemand, der schon lange im Geschäft ist. Jede einzelne Geschichte pro Rad, und ich sage jetzt Radfahren deswegen speziell, weil das noch immer verlacht wird und weil zur Ausgestaltung einer umweltfreundlichen Stadt, einer Stadt, wie wir sie uns vorstellen, einer Stadt des guten Lebens, der Radverkehr gehört. Da muss man wollen und nicht, naja, am Rande auch, dort wo Fußgänger sind, dort können wir ein bisschen abmarkieren. Jeder, der mit dem Rad unterwegs ist in Wien, weiß, wie das passiert. Da muss ein Schwerpunkt drauf gelegt werden. Mehr Öffis, mehr für Fußgänger, heißt auch breitere Gehsteige, heißt im Konflikt einmal, dass Parkplätze verloren gehen oder pro Auto. Soll es bleiben, wie es ist? Ich glaube, ich muss hier nicht schildern, was die Position der SPÖ ist. Zweites großes Thema, Leidenschaftsthema, die Bildung. In wenigen Wochen wird eine Untersuchung bekannt werden, dass von allen neuen Bundesländern in den Pflichtschulen, Volks- und Hauptschulen, Wien am schlechtesten abschneidet. Weil da zu wenig drauf gerichtet wurde, weil in der reichen Stadt zu wenig gerade dort investiert wurde, wo die schwierigsten Schüler sind. Und wieder ein Vorwurf an die SPÖ. Jeder weiß, der sich da auskennt: Direktorenbestellungen. Das Wesentlichste einer Schule. Gelingt es einem Direktor, einer Direktorin, ein Klima zu schaffen, das guten Klassenunterricht ermöglicht, das Lehrerinnen und Lehrer motiviert? Findet nach wie vor im Proporz statt. Und da frage ich: Soll das alles so bleiben, wie es ist, oder soll man etwas Neues probieren? Mit uns Grünen, die zumindest probieren, die den Willen haben, es zu versuchen, das wesentlich zu ändern. Ein drittes, und das gebe ich zu, ist vielleicht der schwerstwiegende Vorwurf. SPÖ in Wien heißt, unabhängige Initiativen an sich zu binden, Druck von oben auszuüben und nicht auf Augenhöhe mit Bürgerinnen und Bürgern zu agieren, sondern Druck auszuüben, Abhängigkeiten zu schaffen. Dieses Feudale, dieses zutiefst Autoritäre, das die Wiener SPÖ hat, soll das weiter passieren? Und insofern ärgert es mich besonders, wenn sich diese SPÖ hinstellt und sagt: Wir sind die Alternative zur Strache. Ist nicht, und das bitte ich zu bedenken, das sollte man diskutieren, dieses Autoritäre der SPÖ nicht der Boden, auf dem letztlich auch so etwas schwer Autoritäres wie die FPÖ basiert? Sollte nicht versucht werden, noch einmal, allererstmals in Österreich, grün zu versuchen, eine Politik des Dialogs, eine Politik auf Augenhöhe zu versuchen? Also, ersuche ich, gebt uns eine Chance. Ja, wir haben Fehler gemacht. Und man glaube mir, ihr habt mich am meisten darüber geärgert, was da an Unprofessionellem passiert ist. Aber im Verhältnis zu dem, was die SPÖ in Wien in den letzten Jahren gemacht hat, die dringend wen braucht, der ein bisschen aufbricht, der was Neues probiert, die ein bisschen Unruhe schafft, wo es vielleicht eine Gemeinderatssitzung einmal gibt, wo man nicht genau weiß, vorher schon, was hinten nachkommt. Sollte man nicht so etwas gerade in Wien probieren? Und insofern geht es genau um das. Hat die SPÖ noch einmal die absolute Mehrheit, ja oder nein? Und zweitens, ist erstmals in Österreich das realisiert, was es gibt in Barcelona, in Köln, in
Paris, in Zürich, in Bern, ich kann das jetzt nicht alles aufzählen, die Selbstverständlichkeit einer rot-grünen Regierung, wo man weiß, was passiert. Pro neuem Verkehr, pro erneuerbare Energieträger, ich brauche es nicht aufzählen. Das, wofür wir brennen seit Jahren, da suche ich, erstens, gebt uns eine Chance und wählt uns. Und zweitens, das sage ich jetzt speziell denen, die sich dieses Video anschauen, dort, wo entschieden wird, wo sich Menschen treffen, die dieser Tage reden, sag mal, was willst denn du eigentlich? Versucht, diese Argumente zu bringen, damit was Neues, was Innovatives, was Klasses möglich ist und damit die Projekte, die in der Vergangenheit mal da und mal dort umgesetzt werden, in der Breite in Wien realisiert werden.